Hallo, hier ist wieder eure Sophia und heute sprechen wir über das Thema Skinny Fat. So, was viele vielleicht nicht von euch wissen, ist, dass ich selber mal Skinny Fat war. Ich habe so ziemlich jede Phase mal durchgemacht und als ich eben so radikal abgenommen habe und 30 Kilo weg hatte, war ich dann eben dünn, aber hatte trotzdem noch meine Problemzone mit einiges an Speck dran. Also, was ist denn eigentlich Skinny Fat? Skinny Fat meint, wenn man in Klamotten schlank aussieht, aber trotzdem einen hohen Körperfettanteil hat. Und das kommt meistens, wenn man halt kaum bis gar keinen Sport macht und wenig isst. Und wenn man was isst, dann ist es meistens was Ungesundes. Oder wenn man vielleicht mal einen Diätplan befolgt hat, der nicht darauf ausgelegt war, den Muskelanteil zu erhöhen, sondern einfach nur mit wenig Essen abzunehmen. Dann nimmt man eben ab, man ist schlank, hat aber null Form im Körper drin und ist eben Skinny Fat. Wie höre ich nun auf, Skinny Fat zu sein? Und wenn ihr nicht nur in Klamotten gut aussehen wollt, sondern auch am Bikini am Strand oder wenn nicht sogar vielleicht nackt gut aussehen, dann muss man das natürlich ändern. Und zwar mein erster Tipp für euch wäre definitiv, so gut es geht, auf Alkohol zu verzichten. Wenn ihr jetzt Skinny Fat seid und regelmäßig Alkohol trinkt, dann könnte das schon mal eine Ursache sein. Genauso wie ich empfehle euch jetzt keine komplette Ernährungsumstellung von Tag auf Nacht, dass ihr jetzt alles einmal über den Haufen haut. Das schaffen wirklich die wenigsten, sondern schaut, dass ihr regelmäßig esst und keine Mahlzeiten einfach auslasst. Also Frühstück, Mittag, Abendessen und dabei einfach bei jeder Mahlzeit eine Proteinquelle mit dabei einbauen. Es kann nämlich sein, dass ihr vielleicht, wenn ihr mal zurückschaut, immer eigentlich zu wenig Protein gegessen habt. Das ist meistens der Fall. Dann in Kombination mit langkettrigen Kohlenhydraten und gesunden Fetten. Und wie gesagt, das ist eben wichtig, dass man regelmäßig isst und das ist auch noch eben auch entscheidend für eure Energie, damit ihr eben alle Aufgaben, die ihr am Tag habt, gut bewältigen könnt und was die besten Quellen eben für Proteine, Kohlenhydrate und Fette sind, dazu mache ich nochmal für euch ein separates Video. Der nächste wichtige Punkt ist eben Sport. Der einzige Weg, um aus Skinny Fat rauszukommen, ist den Muskelanteil zu erhöhen und das schaffen wir, wenn wir die richtigen Reize im Training setzen. Ist ja klar. Und das am besten durch Krafttraining. Ihr braucht überhaupt keine Angst davor haben, das ist überhaupt nichts Gefährliches und ihr müsst doch nicht den ganzen Tag wie die Irren im Studio verbringen, sondern es reicht, wenn ihr dreimal die Woche circa von 40 bis 45 Minuten ins Studio geht oder ihr könnt auch zu Hause trainieren, das ist überhaupt kein Problem. Das ist aber, und das ist ja wirklich der Schlüssel, um aus der Skinny Fat Falle rauszukommen. Bei mir ist es persönlich so, ich habe seit Skinny Fat wirklich circa 6 Kilo mehr und ich konnte meine Form einfach verändern. Das ist das wirklich Wichtige. Ich habe jetzt mein Po hat sich entwickelt, meine Schultern sind viel runder, ich habe sogar ein Sixpack bekommen und da ist mir nicht wichtig, dass ich einfach nur so wenig Kilos wie möglich auf die Waage bringe, sondern dass ich wirklich einen wohlgeformten, fitten, straffen Körper habe. Das war jetzt mein Video. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen und versucht es wirklich so gut es geht umzusetzen. Es wird am Anfang euch vielleicht schwerfallen, aber versucht eben euch positive Gewohnheiten anzueignen und es dient ja euch für euer fortführendes Leben und wir wollen natürlich da Mehrwert gewinnen und glücklicher sein und energiegeladener und alles durchziehen, was wir uns vornehmen. Und dann gebt doch einfach jetzt den Daumen nach oben, abonniert meinen Channel Pumping Sophia Thiel und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder.